Hallihallöch, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Chunkpunk. Ja, ein paar Minütchen sind vergangen, ein bisschen was habe ich gemacht und Spiel weiterlaufen lassen, aber ist nicht viel. Also es waren jetzt, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Aber wir können mal schauen, wie es hier aussieht. Ja, 16, ja, okay. Die nehme ich mir mal schon mal raus. So, dann schauen wir mal, ob es da unten auch schon wieder ein bisschen was Neues gibt. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Aber immerhin, ein bisschen was müsste drin sein. Das war wenigstens jetzt mal die Fenster. Oh ja, guck mal, das hat sich doch gelohnt. Ha! Da sollten wir jetzt theoretisch die letzte, ist ja nicht mehr viel, die letzte Fensterreihe, beziehungsweise die letzten zwei Fensterreihen. Timer sollte ich auch starten. Sollten wir dann jetzt eigentlich gewuppt kriegen. Ich hier durchkriechen, durchkriechen. So, wo war ich denn? Hier war ich schon, sehr gut. Und hier war ich bis da, auch sehr gut. So, das machen wir von hier. Naja, dann haben wir doch hier gleich, dann haben wir doch hier gleich die Fensterchen fertig. Gut, das Dach wird dann auch noch ein bisschen dauern. Aber naja. Dann wird es hier ganz schön dunkel werden. So. Und da muss ich nur schauen. Wie ich das dann hier mit diesen Schlitzen hinkriege. Also ein bisschen Regen wird trotzdem noch reinkommen, weil halt hier dieser Schlitz. So, der durchzieht ja hier alles. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fange mal da drüben an. Wo ich eh schon angefangen habe mit der Höhe. Mit dem Dach. So. Da machen wir erstmal den hinteren Bereich hier zu. Ich hab's zugemacht. Wenn ich so schlau bin, ja. So, da kommen wir hin. Sehr gut. Aber auch nur knapp, ne? Obwohl, ne, reicht. Man muss noch richtig treffen. Hier zu, dann sehen wir leider den Mond nicht mehr oder die Monde. Aber naja, so ist das Leben. So. Machen wir mal so. Na. Hört es gar nicht mehr klicken. Ist zu weit weg. Das ist gut, dass man diese Stützen nicht mehr braucht. Das war ja am Anfang so, dass hier alles noch abgestützt werden musste mit diesen Säulen. Dass das nicht mehr ist. Denn das wäre jetzt nicht mehr möglich. Hier mit vielen Säulen rummachen. Das würde nicht funktionieren. So, mal schauen. Komme ich hier hin? Ja, wird schwierig. Ah, doch, geht schon. Geht alles. So. Nein! Völlig falsch. Ja, sowas kann natürlich passieren. Da steckt man nicht dahinter. So. Oh, nicht schon wieder.
muss mich mehr konzentrieren. Das kostet Zeit. Gibt's das denn? Na, das gibt's doch nicht. Tag 104 beginnt. So, dann mache ich mal hier einen Rand. Ganz vorsichtig. Dass ich da nicht mehr falsch baue. Oh nein, schon wieder leer. Schon wieder leer. Ja gut, aber da brauchen wir jetzt auch ein bisschen länger. Das heißt, da ist dann mehr Zeit zum Auffüllen. So, hier steht auch schon... Das hier ist voll. Oh, dann sehe ich ja gar nicht, wo die Drohnen fliegen. Das hier füllt sich auch langsam. Ja, müssen wir schauen. So, wie sieht's hier aus? Alu. Oh, Alu ist leer. Sheet. Hier, weitermachen. Zack. Jetzt ist hier Alu leer gelaufen. Gibt's das denn? Soll ich das hier rausnehmen? Ach nee, halt. Hier war's drin. Von hier unten raus. 160. Ah, ist nicht viel. Ah, da kommen schon die nächsten. Sehr gut. Wobei ich kann dann auch immer hier vorbeilaufen und hier rausnehmen. Dann unten vorbeilaufen und unten rausnehmen und immer so abwechselnd. Das geht ja eigentlich auch. Ist ja eigentlich, ist es egal, wo wir es herkriegen. So, hier sammelt sich wieder Aluminium. Sehr gut. Dann hole ich mir das da auch raus. Ja, das könnte dann schon ein bisschen dauern, bis hier alles dicht ist. Aber naja, kriegen wir schon hin. Wie gesagt, jetzt mache ich hier erstmal den Rand. Aber am besten von ein bisschen weiter weg. Fehler nicht passieren. So, erstmal. Ah, machen wir von da weiter. So spannend. So spannend, dass die Nase juckt. So. Das wird gespeichert. Mach ich mal so.
Reifen. Also hier kommen wir über diese Gebäude, kommen wir sehr gut drüber. Das ist wunderbar. Gebäude, sage ich schon. Über die Maschinen. Hier die Stickstoffabsaugung. Ja, das wird hier dann wahrscheinlich relativ dunkel werden. Aber ja gut, dadurch, dass das Dach so weit oben ist, sollte das eigentlich nicht so viel ausmachen. Aber dann atmen wir wenigstens dem sein Gestank hier nicht mehr ein. Wobei, jetzt sieht man, hat er den Treibstoff umgestellt? Jetzt sieht man gar keinen Rauch gerade im Moment. Kann aber auch an den Lichtverhältnissen liegen. Ja, man muss halt schon irgendwie hier immer genau die Mitte treffen, ne? Ist nicht so einfach. So. Optimal wäre es wahrscheinlich von oben. Hier oben entlang laufen. Das dann von oben machen. Kann ich mich einfach so wild hinklicken, bis eins kommt? Ja, doch, kann ich auch. So, einfach ganz dolle klicken. Na? Tick, 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 tick. Hui. Das geht auch. Oh. Nichts mehr da. Ja, man sieht schon, es wird dann schon dunkler werden. Einen winzigen Teil haben wir schon. Einen verschwindend mikroskopisch kleinen Teil. So, das heißt, dann hole ich erstmal flump, erstmal hier raus, die hier, und dann müssen wir da unten auch wieder 76 drin haben. Ja, sogar 82, 161. Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Also da müssen wir jetzt leider durch, bis das ganze Ding, okay, bis auf diese Stelle hier, also wo dann die Drohnen fliegen, da bleibt ja offen. Aber sonst möchte ich gern alles zu haben. Sieht hier eigentlich auch gar nicht schlecht aus, so ein schönes schwarzes Dach. So. Das ist jetzt hier spannend, Spannung pur. Aber die Spannung, die kommt, Freunde, die kommt.
wenn wir dann die Weltumwandlung aktivieren. Oder die Atmosphärenumwandlung, mein Gott. Wie das jetzt alles hier heißt, keine Ahnung. Und so wird die Halle Stück für Stück zu. Wird die Halle zu, ne? Auch kein Deutsch. So, Sonne ausgesperrt. Aber ich denke mal, allzu dunkel wird es nicht werden. Ein bisschen natürlich schon. Ich kann mal mein Licht ausmachen. Aber das wird geil aussehen. Das wird geil aussehen. So. Nachschub holen. Ja, weil dieser Bereich hier, da ist ja dann schon ein relativ großer Bereich, der noch offen bleibt. Da, wo die Drohnen dann rumfliegen. Da muss ich dann wahrscheinlich tatsächlich so direkt nach oben arbeiten. Mal schauen. Was macht mein Aluminium? Nicht, dass wir da wieder zu viel Aluminium drin haben. Nein, das passt. So. Jetzt hier wieder 38 raus. Oh je, oh je. Naja, ich dachte, in dieser Aufnahmesession kriegen wir es voll hin. Also ich meine, wie gesagt, die Weltumwandlung, die könnten wir theoretisch ja jetzt schon starten. Aber, wie gesagt, ich möchte zuerst das Dach fertig haben. Wer weiß, was dann passiert. Wenn da die Atmosphäre oder was auch immer da umgewandelt wird. Vielleicht gibt es sauren Regen. Vielleicht geht was schief. Dann habe ich zumindest ein Dach über dem Kopf. Dann rauchen mir hier die Maschinen nicht ab. Folge neigt sich im Moment auch schon wieder dem Ende zu. Aber das hier kriegen wir wahrscheinlich noch zu, hier dieses Loch. Dann haben wir zumindest einen Teil schon mal überdacht. Nein! Schon wieder leer. Eieiei. Habe ich nicht hier vielleicht noch voll viel drin? Nein, leider nicht. Ja, ich müsste das Spiel einfach mal eine Weile laufen lassen. Oh, es regnet. Hier zumindest. Wie sieht es denn da aus? Hier so. Oh, schön. Hier regnet es nicht. Ha, wunderbar. Also das Dach funktioniert schon mal. Light Rain. Das macht sich dann wahrscheinlich bei dem nächsten Thunderstorm, macht sich das dann deutlich bemerkbar, wie sich es anfühlt, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. So, können wir mal kurz ein bisschen Akku tanken. So,
Dankeschön, das war's auch schon. So, hier haben wir wieder 38 drin. 40 jetzt insgesamt. Ja, dieses eine Loch machen wir noch zu. Und dann war's das auch schon wieder für heute. Sollte reichen. Und dann... Entschuldigung. Dann war es das auch mit dieser Session, dieser Aufnahmesession. Und vor der nächsten werde ich es dann tatsächlich so machen, dass ich, was weiß ich, zum Hochladen oder so ins Spiel reingehe und Spiel einfach laufen lasse, dass ich ein bisschen was ansammelt. Dass wir hier einfach mal ein bisschen auf Vorrat haben, dass ich nicht ständig losrennen muss und Neues holen. Und dann länger als nur 10 Minuten. Und dann lasse ich da mal eine Stunde oder so laufen und dann dürfen wir da einiges an Material da haben. So, wie gesagt, das Ding machen wir hier noch zu. Das ist mir ein Herzenswunsch. So. Zack. Und da hat's gereicht. Sehe ich da noch Regen? Ja, nicht wirklich. 7 Stück habe ich noch. So, und das war's. Gut, dann schauen wir mal. Wir schauen mal rein. Beziehungsweise wir schauen mal von oben. Schauen wir mal drauf. Da flitze ich gerade mal hin. Die Stimme wieder. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwelche Bonbons finde, die ich vor der Aufnahme lutschen könnte. Die vielleicht die Stimmbänder da ein bisschen... So, Erfüllung 100%. Sehr schön. So, dann schauen wir doch mal hoch. Entschuldigung, furchtbar. So, na, sieh mal eine an. Die Tanks sind gut gefüllt. Und wurde die ganzen Fläschchen hingepackt? Phosphor. So, hier könnten wir jetzt die Systemaktivierung starten. Und hier auch. Und hier auch, aber das machen wir nicht. Wir gehen nach oben. Hier kann man nichts machen. Also wir müssen quasi unten die Systemaktivierung starten. Das System aktivieren. So, und dann schauen wir mal ganz oben. Und dann mit aktivierten Systemen. System aktivieren. Okay, dann wird hier auch nochmal... auch nochmal das System aktiviert. So. Ha. Da haben wir... diesen Teil haben wir jetzt schon abgedeckt. Der bekommt schon keinen Regen mehr ab. Boah, wie die Drohne da runterschießt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus hier alles. Da machen wir hier einen Deckel drauf. Und dann ist die Halle fertig. Dann haben wir hier eine riesige, große, monströse Halle. Boah, was ein Teil. Junge, Junge. Heftig, heftig.
Ja. Genauso heftig wie die Reifen, die da drüben liegen. Auch ziemlich groß. Ja, groß muss man bauen. So sieht's aus. Gut. Dann. Ah, vielleicht kriegen wir es doch ganz zu. Denn die Wand ist ja auch ganz zu. Die Glaswand. Da, an dem Eck, wo der Schlitz ist. Vielleicht kriegen wir es oben doch tatsächlich ganz zu, bis auf da hinten. Da geht es dann auf keinen Fall. Ja, muss ich schauen, wie das Ganze dann einhergeht. So, aber dann würde ich sagen, machen wir auch hier schön viel FPS und hier schön wenig FPS, weil zu viel Gerödel. Aber ist egal, wir schauen dann in diese Richtung, wenn die Systemumwandlung oder die was auch immer Umwandlung angefangen wird und dann schauen wir mal. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es wieder heißt Time to Play Chunkpunk. Und bis dahin macht's mir gut. Ich gehe jetzt schlafen. Ciao. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, einfach mal Knopf drücken. Dann kriegen wir die 1000 hoffentlich bald voll. Bis dahin macht's mir gut. Tschüss.